Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Ja, wir haben Judas freigeschaltet. Ein Grund für uns, Judas zu spielen. Wir müssen jetzt ja auch sowieso noch mit Judas mal zum Herz und zum Teufel und den Boss Rush. Wie ihr sehen, bei Blue Baby ist alles drei schon oben markiert, oben links. Dann machen wir das gleiche jetzt mal mit Judas fix. So, ab in den Zeller. Ja, Judas ist eine reine Glaskanone. Wir haben quasi überhaupt gar kein Leben. Sind recht langsam unterwegs. Aber dafür haben wir schon von Anfang an drei Schaden und haben das Book of Belial, welches unseren Schaden nochmal enorm erhöht. Lemon Mishap, ups. Na gut, das bringt uns nichts. Book of Belial ist deutlich wichtiger und stärker. Deutlich, deutlich stärker. Und dass es alle drei Räume auflädt, ist noch umso krasser. Ja, wir haben natürlich noch keine Bombe, um hier irgendwie was zu sprengen. Gucken wir mal. Judas gilt als einer der stärksten Charaktere mit Isaac, zusammen mit Isaac, wenn er später die Six hat und so. So, zusammen mit... Tatsächlich, ich werde das Book of Belial hier mit... Ja, gut. Da hat nur keine Chance zu entkommen. Gut, Neustart. Machen wir den nächsten Versuch. Also, wie gesagt, Judas zählte zu einem der stärksten Charaktere. Zusammen mit Isaac. Azazel zählt mittlerweile auch als einer der stärksten Charaktere hier in Isaac. Hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass er so stark eingeschätzt wird, weil der hat wirklich permanent seine Range-Probleme. Aber anscheinend ist Range ja nicht so wichtig. So. Dieser Flur sieht extrem groß aus. Haben wir hier ein Basement XL oder so gerade? Oder was? Guck mal kurz. Ne, wir haben nur ein Basement. Ohne Pille. 48 Stunden Energie. Das ist schön. Dann können wir gleich mal unser Buch benutzen. In diesem Raum. Ja gut, hier wird das nicht so viel bringen, aber der Raum geht etwas schneller, ja? Wir haben ja immer noch unseren Timer hier ein bisschen. Immer im Hintergrund. Den Boss Rush wollen wir ja natürlich auch mit Judas möglichst bald mal machen. Ja, wir sehen, aber wir müssen insgesamt das Spiel noch so oft durchzocken. Also, bis wir da so weit sind, das dauert noch. Ah, dankeschön. Münzen gleich freigesprengt mit. So. Was gibt's schön, ist ein schönes Item. Was bist du denn? Mom's Wick, you feel each. Okay. Kann ich jetzt... Nein, kann ich nicht. Was macht das denn? Merkwürdig, merkwürdig. Ja gut, wir nehmen uns die 48 Stunden Energie und rennen runter zum Boss. Larry Jr. Okay. Wir beschwören anscheinend irgendwie ein paar Spinnen. Wenn wir irgendwie wen treffen oder so. Hä? Woher kommen die Spinnen? Kommen die jetzt von dem Marm-Ding oder was? Das wäre einfach irgendwie immer mal so zwischendurch. All Stats Up. Das ist doch für Judas ist sowas perfekt. All Stats Up. Also ich weiß nicht, wie das noch momentan geht. Also wir beschwören anscheinend Spinnen dazu mit Moms Itchy. Moms Dings. Bums. Wie viel Itchy und so. Ja. Dings Bums. Wir brauchen Schlüssel. Tatsächlich, heißt es, wie viel daran war, das weiß ich nicht, aber dass man mit Judas bis Moms Heart locker durchspielen kann, ohne irgendwie einen Devil-Deal zu kriegen oder so. Und dort zeitlich ist es so einfach mit dem, da eine gute Zeit rauszukriegen. Einfach nur aus den Grundstats heraus, die ganzen Damage. Und wenn ich das jetzt ansehe, dann kann ich das jetzt auch nur bestätigen. Nach der ersten Ebene haben wir es jetzt schon relativ einfach hier. Gucken wir mal hier kurz, ob hier irgendwo ein Secret Room ist. Wir können ja jetzt Forever sehen. So, aha, hier ist das Secret Room. Kann das sein, dass wir Spinnen beschwören, wenn wir Gegner besiegen? Oder mit einer Chance Spinnen beschwören, wenn wir Gegner besiegen? Oder einfach nur, wenn wir auf Gegner draufhauen? Das ist die Frage. So. Na gut, wir sind noch nicht so viel schneller wie normal. Aber das kann ja noch kommen.
Also so Basement haben wir sowieso immer meist in 5 Minuten, 4 bis 5 Minuten oder so kopiert. Naja, wirklich schneller sind wir ja jetzt noch nicht. Flat Penny. Ja, toll. Hätten wir das eher gehabt, dann hätten wir jetzt auch noch ein paar... Hätten wir auch mal in den Item Room gucken können. Ja, ihr seht euch das mal an, wie extrem schnell wir Monster runterkloppen. Das ist einfach nicht normal. Desert, wunderbar. Ein Dessert. Pentagramm. Das ist für Judas natürlich besonders stark, weil wir jetzt noch viel mehr Damage haben. Wir haben jetzt schon fast maximalen Damage. Ja, und wenn wir das auf Belial haben, brauchen wir sowieso kein weiteres aktives Item. Dann springen wir in die nächste Ebene runter. Ich meine, ich hätte jetzt gerade in den Arcade gehen können und dort ein paar Schlüssel besorgen können, aber da ich jetzt ja wieder auf Boss Rush Jagd bin und das gerade schon so gut läuft, wollte ich das mal vermeiden. Ich weiß übrigens jetzt, was diese Rainbow Poop bringt. Der Rainbow Poop heilt uns komplett voll, wenn wir am Leben verloren haben. Wir haben immer noch keinen Schlüssel. Wir könnten mal einen Schlüssel vertragen. So. Oh, Greedköpfe. Und das in so einem scheiß engen Raum. So, Spinni, komm. So, zack. Ein Schlüssel, wunderbar. Gehe ich jetzt damit in den Laden, tatsächlich. Warum gehe ich mit dem Schlüssel in den Laden? Ganz einfach. Wir haben so viele Münzen, wir können uns einen Schlüssel nachkaufen. Jetzt kriegen wir natürlich die ganze Schlüssel hinterhergeworfen. Machen wir dazu, Steam Sale. Oh, und den Rest können wir später mal holen in einem späteren Laden. Hier muss mit diesem Laden ein paar Grundlagen gesetzt, auch in aus späteren Läden nochmal was rauszuholen. Nochmal einen Schlüssel. Schlüssel, jetzt kommen sie, die ganzen Schlüssel. Naja, umso besser. Je mehr Schlüssel wir haben, desto besser, ne? Immer besser. Jetzt gehen wir mal fix in den Item-Raum. You feel balanced. Oh nein! Scheiße. Jetzt haben wir einen ganzen Haufen unseres Damages eingebüßt, weil wir uns neu ausbalanciert haben. Das heißt, Damage weg. Andere Stack hoch. Na toll. Gut, wir haben zum Glück noch das Book of Belial, das heißt, das reicht ein bisschen was aus, immer noch. Auch wenn diese Balken da das vermuten dürften, gibt es in Binding of Isaac tatsächlich keinen Damage Cap. Das heißt, wir können unendlich viel Damage im Prinzip haben. Nur ab, sobald wir das Ende dort erreicht haben, steigt der Damage langsamer schnell an. Das heißt, wir, wenn wir fürs Pentagramm, sagen wir mal, 2 Striche ursprünglich bekommen hätten, dann kriegen wir fürs Pentagramm, welches wir dann aufnehmen, irgendwann dann nur noch halben Damage und sowas alles. Also es ist so exponentielle Steigerung. Es gibt immer noch was, aber man hat halt nicht unbegrenzt mehr davon immer. Nehmen wir das noch mit. Contract from below. Sind wir wieder bei einem Herz. Sind wir wieder beim Standard Judas angekommen. Pseudo Larry. Zwei Schlüssel. Okay, ja genau, mit Contract of Below, jetzt erinnere ich mich, kriegen wir immer, wenn wir irgendwie einen Raum abschließen, immer 2 Pickups. Genau. Wie soll man das denn machen? Ich mach mal so. Haha. Schlau, schlau. Technology 2 hilft uns wirklich echt gerade mit dem... So. Hey. Technology 2 geht nicht durch Felsen durch. Okay, dann weiß ich das jetzt auch. Ist aber nicht so schlimm, weil wir trotzdem Hollow unglaublich schnell umhauen. Wie man gesehen hat. 2 Schlüssel. Ja gut, Schlüssel haben wir jetzt sowieso genug. Was bietest du jetzt an, Teufel? Guppy. Das ist praktisch. Haben wir sogar jetzt ein
Teufel klauen können, ohne dass wir unsere ganzen Seelenherzen und so verloren haben. Das ist gut. Man kann also jetzt tatsächlich dem Teufel auch seine Deals besser klauen als damals. Das ist schön. Ups, so. Doppelherz. Zwei Karten, The Hermit und The Hermit. Dann springen wir doch mal zum The Hermit, ne? Holen wir uns das. Mit dem Container hier können wir Seelenherzen in ganze Herzen wieder verwandeln. Finde ich jetzt gerade nicht so praktisch, weil wir sowieso genug Leben haben. Durch Seelenherzen jetzt gerade am besten. Also wir würden uns mehr schwächen, wenn wir jetzt auf die Seelenherzen verzichten würden. Weil wir durch Dead Cat ja sowieso noch Herzcontainer im Hintergrund haben. Mein Gott, wie groß ist der Floor hier? Guckt euch das mal an, wir sind jetzt hier unten links in der Ecke. Und wir haben rechts oben quasi gestartet. Aber wir müssen noch in den Item Room fix gehen gleich mal. Wissen wir zwar nicht unbedingt, aber ja, würde ich schon gehen wollen. So. Das sind so die schönsten Momente, wenn man hier mit vollen Pickups quasi unterwegs ist. Mit so welchen Unmengen an Pickups. Ja, Technology 2 und Technology 1 sind auch stärker geworden hier jetzt im Rebirth, eindeutig. Vor allem mit den großen Räumen sind die nochmal stärker geworden. Hier ist Item Room. Rainbow Baby, das ist gut. Okay, dann können wir zum Boss. Wir haben ja alles hier. Zeitlich sind wir gut dabei. Huch, wer bist du denn? Ich glaube, der Boss ist mega, soll mega fies sein, irgendwie. Welches? Okay, er ist schon mal mega fies. Huch, der macht also so eine Art Brimstone, hat er. Eieiei, das ist ja mega scheiße. Okay, aber wir haben ihn besiegt. Squeezy, das ist schön. Lass mal die Seelenherzen sicherheitshalber gerade hier liegen. Krampus. Ich weiß jetzt nicht, ob es mehr bringt, Book of Belial zu haben oder dann bei Krampus gleich Krampus Head. Ah, okay. Die Entscheidung wird uns eh abgenommen, dadurch, dass wir. Oh, schwarzes Herz, schön. Ja, dadurch, dass wir schon einfach den Lump of Coal kriegen. Der uns deutlich stärker macht. Der erhöht unseren Damage nochmal gut. Ja, das läuft doch, ne? Ach, nicht die Hände von Mom schon wieder. Es ist nur eine, okay. Ne, es sind doch zwei. Jede Menge Seelenherzen, das ist schön. So. Achso, ja. Was ich machen könnte, ihr könnt hier Pause und so. Links oben habt ihr den Seed gesehen, den könnt ihr euch abschreiben. Also vielleicht kurz Video pausieren, ein bisschen zurückspulen oder so, dann habt ihr es. Mitre. Mitre ist natürlich auch geil. Mit Mitre können wir nämlich jetzt hier. Ist jedes Herz, welches erscheint, zu 50% ein Seelenherz direkt. Und da wir ja sowieso gerade keine Herzcontainer haben, ist das natürlich nur umso besser. So, Chubb, dort hinten, dich hau ich auch um. So, aus sicherer Entfernung. Hihi. Du kannst nichts machen. Weil, na gut, du könntest ja hier rüberkommen. Zwei Münzen. Gehen wir mal hier. Wir sind in Depth 2 schon. Nach 11 Minuten. Okay, ich weiß warum. Das heißt, mit Judas kann man so schön speedrunnen und so. Tearstone und iPhone Pills. Ja gut, Tearstone, ich weiß nicht, inwiefern das Technology 2 betrifft. So, okay. Machen wir hier bald ein Full Clear. So, zwei Schlüssel gegen ein paar Bomben kann man machen. Auch wenn ich Bomben ja sowieso nicht so viel nutze, wie ihr mittlerweile, glaube ich, wisst.
Außer zum Secret Room suchen. Dann gehen wir mal hier lang. So, zwei Schlüssel. Also das ist natürlich wie immer der letzte Weg, den wir gehen. Gut, aber ich bin ja mittlerweile nichts anderes mehr gewohnt. Immerhin haben wir ja den Item Room hier relativ fix gefunden. So, wer ist hier hinten noch? Nochmal zwei von euch. So. Oh, das ist ein scheiß Raum. Aber gut, wir sind durch. Halbwegs ohne große Probleme. Ja, es ist noch ein schlimmerer Raum bald. Gucken wir mal hier rein. Na, Midas Touch brauche ich nicht. Das verwandelt alles, was wir berühren, in Gold und macht Schaden. Aber wir wollen ja die Gegner lieber nicht berühren. Würde ich mal behaupten. So, was finden wir hier? Den Laden. Was ist das? Humbling Bundling. Jetzt kriegen wir nicht nur durch den Teufel immer doppelte Dinge. Nein, wir kriegen jetzt auch noch hier durch immer doppelte Dinge. Werdet ihr gleich sehen. Also jetzt werden wir, wenn immer wir Pickups kriegen, vier Pickups kriegen, statt ursprünglich ein einziges. Also ganz am Anfang ein einziges. Jetzt werden wir schon ziemlich früh zu zwei Pickups erweitert. Siehst du jetzt hier vier Pickups. So, das war vielleicht jetzt nicht so ganz schlau, wenn wir jetzt noch zum Boss Rush gehen wollen, aber gut. Ich denke mal, den Boss Rush sollten wir auch so gut packen. Oh, fuck. Ich bin mir gerade ein bisschen zu sicher. Da hat jemand sich spontan selbst getötet. Wir sollten gleich nochmal einen Devil Deal kriegen, glaube ich. Das Book of Belial erhöht nämlich die Chance auf Devil Deals extremst. Aha, wie vermutet. Damage plus Range up. Hui, das ist nice. Damage plus Tears up und zwei Seelenherzen noch wieder zurück. So, jetzt haben wir nämlich jede Menge Damage. Und damit können wir dann hier jetzt reingehen. Oh, die Dinger sind natürlich alle super wunderbar stark. Nicht. So, wenn wir furzen. Ja, wenn wir Schaden kriegen, furzen wir halt. Besseres gab's nicht. Auf Adola hatte ich keine Lust, ständig random Tiers zu kriegen. Auf das Brain hatte ich auch keinen Bock. Und das dritte war auch irgendwas Schlechtes. Achso, ja, die Piggy Bank. Wir haben sowieso genug Münzen. So, ich werde jetzt mal mich darauf beschränken, zuerst mal Carrying Green zu besiegen. Wir haben es diesmal nicht ganz so einfach wie ursprünglich mit Judah, dem Blue Baby. So, Carrying Green, komm. Lass dich mal weiter von mir durchlasern. Oh, du sollst nicht noch mehr Scheiße machen. Auch nicht so viel Scheiße hier rumliegen haben. Okay, jetzt machst du keine Scheiße mehr zumindest. Das kann ich so erstmal stehen lassen. Ich muss erstmal gegen das Vieh. Gegen das Vieh hier. Seelenherz, schön. Ach ja, wir haben sie Mitro eingesammelt. Das macht es dann noch etwas einfacher. Wir können hier zumindest wieder an ein paar Seelenherzen ankommen. Oh, Glück gehabt. Ups. So. Und dann noch den Duke of Flies. Den sollte ich vielleicht nicht so in der Mitte vernichten, weil gleich in der Mitte die nächsten kommen. Blastokeist und... Ah, wie heißt er jetzt? Loki. So.
kann ich mich in aller Ruhe noch um Loki kümmern hier. Ja, bisher ist es ja wie immer recht einfach mit dem Boss Rush. Es wird ja erst mit dem späteren schwierig. Der ist ja auch noch einfach, Steven und oh, wie heißt der andere Typ schon wieder? Ich vergesse das immer. Ja, keine Ahnung, bei dem weiß ich es wirklich nicht. Grad. So. Larry Jr. und... Ach so, genau, Fistula. Chat ist ein bisschen fies, weil er unglaublich schnell ist. Das hatten wir ja auch schon beim letzten Mal jetzt gemerkt. Ja, ich bin halt jetzt gerade ziemlich konzentriert hier im Kämpfen, das merkt man vielleicht. Deshalb, ja, die ganze Zeit so viel Schweigen oder so halb interessante Kommentare leider noch. Ah, Seelenherz, das ist schön. Kauf mal eben kurz hier aus dem Weg machen. Oder irgendwie problematisch werden kann. So, ups. So, beschießen wir nicht mal den Dom ab. Rips. So, du bist auch tot. Jetzt kommt Monstro und Gish, das ist ja wieder so eine meiner Lieblingskombos. Das ist ja schon fast unmöglich, dass ich keinen Schaden kriege. Aber auch nur fast. Scheiße. Aber der Schaden ist schön, den man machen. Also wenn man nur mit Technology treffen, ist er nicht so ganz hoch, aber wenn man mit dem TS treffen, dann ist er schon recht hoch. Nein, habe ich mich von dem so ganz blöd treffen lassen. So Bloat wird auch vielleicht auch noch interessant werden. So, jetzt nur noch Gish. Und danach kommen The Bloat und Mask of Infamy. Die zweite fiese Kombination hier. Ach nee, erstmal das zum Entspannen. So zwischendurch Widow und Pin. Habe ich jetzt total vergessen. So, jetzt kommen. Ah nee, erst Holo und Husk. Ah, jetzt seinen Namen kenne ich schon wieder mittlerweile. Der Husk. Alle Seelenherzen, die wir finden können, sind gute Seelenherzen. Noch eins, schön. So, solange wir hier oberhalb sind, ja, können wir gut Damage machen. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Weil wir uns eigentlich nur mit Technology 2 hier so hinstellen müssen in seinen Bereich, sodass er uns gerade eben nicht mit seinem Brimstone seitlich trifft. Ui, schon tot. Gut. Ja gut, Mask of Infamy ist ja mittlerweile auch irgendwie ziemlich einfach geworden. Vor allem mit Technology ist das besonders einfach. Müssen wir nämlich nur von vorne die ganze Zeit drauf schießen. Dauert es ein Momentchen länger, aber das ist jetzt nicht das Problem. Okay, jetzt sollten wir es eigentlich packen. Der Rest wird einfach. Abgesehen vielleicht vom Tod, der könnte noch gefährlich werden, aber dafür haben wir eigentlich zu viel Leben, dass der noch groß gefährlich wird. Na komm, ich fähr meinen.
Dankeschön für noch ein Seelenherz. So, Tote musst du ja sterben. Den scheiß Sensen hier, mit denen er immer angreift. Okay, jetzt ist es schon etwas netter. Sein Pferd mag jetzt noch hier rumkreisen, aber das ist jetzt nicht das Ding. Jetzt noch War. Umhauen eben, der uns ja jetzt verfolgt. Und danach, ja, haben wir es ja schon fast wieder. Huch, hier war eine Münze. Jetzt noch die beiden abschließenden Bosse. Ich glaube, wir haben viele Seelenherzen bekommen. Das war... Ups. Oh, scheiße. Ich habe übersehen, dass dort ein roter Kakao ist. Ich habe gerade nochmal richtig schön viel Schaden gefressen. Unnötig, muss man dazu sagen. Es wäre nicht mal annähernd notwendig gewesen, so viel Schaden noch zu fressen. Aber egal. Wir haben es jetzt. Judas Shadow has appeared in the basement. Rotten Baby. An infested friend. Shoot. Dann gehen wir mal weiter. Nach unten. Aber ich würde sagen, die restlichen Ebenen machen wir in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao, ciao.